Bonjour, mes chers Pompelmus. Es regnet draußen. Warum mich das freut? Ganz einfach. Es gibt ein neues Update für meinen Tesla Model S60. Und zwar die automatischen Scheibenwischer. Und die möchte ich jetzt gemeinsam mit euch ausprobieren. So sieht das Update aus. Es sind zwei neue Dinge sozusagen dazugekommen. Einmal eine Verbesserung, nämlich von Easy Entry. Das interessiert uns jetzt aber nicht so wahnsinnig. Was uns viel mehr interessiert, ist, dass endlich eine automatisierte Scheibenwischfunktion eingeführt worden ist. Und zwar nicht mit Regensensoren, die hat der AP2 nämlich gar nicht, sondern das Ganze wird gesteuert über die drei Kameras vorne. Und deswegen hat es so lange gedauert, weil es offensichtlich schwieriger war als gedacht. So, es gibt also wie gesagt diese neue Funktion. Ich habe es gerade reinbekommen per Update. Da hat übrigens geholfen, dass ich das Fahrzeug in ein WLAN gestellt habe. Das hat das Ganze tatsächlich stark beschleunigt. Gut, ich werde das jetzt mal aktivieren, beziehungsweise ich habe es aktiviert, aber ich zeige euch wie. Ihr geht einfach auf Fahrzeuge hier unten links, dann geht ihr oben auf die Einstellungen. Das ist hier oben. So, und dann geht ihr auf Bedienung und dann seht ihr schon unten Scheibenwischer. Da war es jetzt an, so ist es aus, so ist es an. Also das Ganze im Beta-Stadium. Schauen wir mal, ob es dann tatsächlich funktioniert. Wir probieren es einfach mal aus. Es gibt wie gesagt zwei Stufen. Die schaltet man am Wischhebel, am Blinker. Hier, und zwar Stufe 1. Dann ist es so, dass er nicht ganz so empfindlich ist. Und Stufe 2, da ist er dann noch empfindlicher als vorher. So, wir werfen jetzt erstmal einen Blick nach vorne und wir haben heute Glück. Es regnet. Normalerweise ist das ja kein Glück, aber für heute ist es gut. Also Blick nach vorne, ihr seht, es regnet so ungefähr mittelmäßig stark. Also nicht richtig stark, aber auch nicht schwach. Es ist irgendwo dazwischen. Und ich schalte jetzt einfach mal den Scheibenwischer auf die Stufe 1 und wir merken, es passiert gar nichts im Moment. Naja, gut. Fahren wir mal los. Und tatsächlich, in dem Moment, wo wir losfahren, passiert was, erwischt. Ich bin ja jemand, der versucht, immer möglichst wenig zu wischen, einfach um die Gummis zu schonen. Da bin ich ein bisschen geizig. Aber ich merke jetzt schon, also es ist für mich im Moment hart an der Grenze, was die Wischfrequenz betrifft. Er könnte meines Erachtens ein bisschen öfter wischen. Ich lasse es aber jetzt noch auf Stufe 1, einfach um mal zu gucken, jeder empfindet das ja anders, wie der wischt. Jetzt hat er zweimal hintereinander gewischt. So, ich biege jetzt, wir sind jetzt relativ langsam gefahren. Wir fahren jetzt mal aus dem Ort raus, aus Warp raus. Und gucken mal, wenn wir schneller werden, jetzt fahren wir unter einer Brücke durch, ob er dann öfter wischt oder wie sich das entwickelt. So, jetzt fahren wir aus dem Ort. Jetzt beschleunige ich mal auf 70 Stundenkilometer. Wir verfolgen weiterhin den Scheibenwischer. Und ja, also meines Erachtens könnte er ein bisschen öfter wischen, aber ja. Eigentlich okay, also ein bisschen öfter könnt ihr wischen. So, ich lasse es aber noch auf Stufe 1. Guck einfach mal, ob ich mich daran gewöhnen kann oder ob ich dann tatsächlich auf Stufe 2 muss. Die Scheiben sind ein kleines bisschen beschlagen, weil ich vorhin die Lüftung ausgeschaltet hatte, beziehungsweise die Umluft eingeschaltet hatte. Müsste aber gleich verschwinden. Auf der Kamera sieht man das eh nicht. So, wir können noch nicht auf 100 beschleunigen. Wir fahren jetzt mit 70, knapp über 70 und fahren aus dem Ort, wie gesagt, raus Richtung Horb. So, und jetzt kann ich beschleunigen. Jetzt beschleunige ich mal auf 100. Gucken wir mal, was das mit dem Scheibenwischer macht, öfter wischt. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass er. Also, was auffällt, ist, dass er gerne mal längere Zeit nicht wischt und dann aber zweimal hintereinander wischt, dann wieder eine Pause macht. Das ist etwas eigenartig, finde ich. Also, man merkt schon, es ist noch Beta. So, ich gehe jetzt wieder vom Gas runter, um zu rekuperieren. Der Akku ist natürlich jetzt noch kalt, deswegen ist die Rekuperation relativ schwach, aber es geht hier bergab. So. Dann kommen wir nach Mühlen.
da habe ich früher übrigens gewohnt. So. So, jetzt wende ich mal und dann fahren wir die gleiche Strecke wieder zurück. Dann aber die gleiche Strecke beim gefühlt gleichbleibenden Regen auf Stufe 2. Und dann schauen wir mal, ob es einen Unterschied gibt. Wird vermutlich einen geben und ob das mich dann eher glücklich macht als Stufe 1. Weil Stufe 1, wie gesagt, ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Nicht viel, aber ein Tick zu wenig. Ich hätte gern öfter gewischt. Aber jetzt schauen wir mal, wie es dann auf Stufe 2 aussieht. Ob die mich dann, wie gesagt, glücklich macht. Wir wollen auch den Brunel glücklich machen. So. Rechts vor links haben wir beachtet. So. Ein Ford C-Max vor uns stinkt. Boah, der stinkt aber echt. Der hat wahrscheinlich den Motor gerade erst eingeschaltet. Dann sind die ja besonders fett gemischt. Boah, das stinkt. Jemine. Kürzlich hatte ich einen Diesel vor der Nase. Jemine hat der gestunken. So, da wünscht man sich den HEPA-Filter. So, ich hoffe, der biegt jetzt nicht nach links ab, so wie wir, sondern nach rechts. Ansonsten versuche ich ihn gleich zu überholen beim Rausbeschleunigen. So, ich schalte jetzt mal auf Stufe 2. Jetzt. Jetzt habe ich auf Stufe 2 geschaltet. Gott sei Dank, der biegt nach links ab, aber leider ist da ein LKW, der da vorbeifährt. Dumm, dumm, dumm. So, jetzt schauen wir mal. Ich lasse mal ein bisschen Abstand, damit ich hochbeschleunigen kann auf 100. Damit wir einfach einen Vergleich haben zu vorher. So, dann beschleunigen wir mal. 100. Und ja, jetzt scheint ein bisschen öfter, aber auch hier immer zweimal hintereinander. Das macht er gerne. Das finde ich ein bisschen eigenartig, aber es ist tatsächlich öfter als vorher. Also so kann ich damit gut leben. Also das gefällt mir. Also insgesamt bin ich doch positiv überrascht, wie gut es funktioniert. Also ist ja immer noch im Beta-Status, aber ich war so ein bisschen kritisch, ob der das in der Frequenz macht, in der ich das gerne haben möchte. Aber das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Also ja, auf Stufe 2 kann ich damit gut leben. Ja, was passiert eigentlich, wenn ich noch eine Stufe höher schalte? Dann läuft er die ganze Zeit. Okay, gut. So wie früher auch. Also, ich lasse es auf Stufe 2. Ich glaube, auf Stufe 2 werde ich glücklich. Ja, jetzt hat er mehrmals hintereinander. Ihr seht, auch durch die Gischt sofort wischt er nach. Also, das scheint tatsächlich gut zu funktionieren. Da hat Tesla, so wie mir scheint, ganz gute Arbeit geleistet. Wenn ihr auch das Update habt und das ausprobieren konntet, dann schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das empfindet. Und ob ihr Stufe 1 oder Stufe 2 nehmt. Das würde mich echt interessieren. Also ich bin zufrieden. Also mein Fazit lautet, Tesla hat da ganz gute Arbeit geleistet, wenn es auch ein bisschen lang gedauert hat. Und wenn es ein Beta-Zustand ist, dann heißt es ja, da wird weiter dran gearbeitet, wird noch weiter verbessert. Insofern alles gut, Tesla. Ich freue mich über das neue Update und ich freue mich, dass ich auch diesmal das mal relativ zeitnah bekommen habe, dieses Update, weil das letzte hat ewig gedauert. So, also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren bitte, ihr kennt das ja. Und ich sage, salut! Yannick, winkst du auch? Tschüss!